Hallo, wie versprochen werde ich euch heute eine ganz gute Sache zeigen. Und zwar geht es heute um einen Passwortmanager, welcher die Passwörter für euch sicher und zuverlässig und immer griffbereit verwahrt. Es gibt zahlreiche Programme, die diese Funktion übernehmen können. Ich würde aber eins empfehlen, welches kostenlos im Internet verfügbar ist. Und zwar ist das Programm KeePass. Da könnt ihr bei Google KeyPass einfach eingeben und da landet ihr auf der Internetseite keypass.info. Dann müsst ihr dieses Programm zunächst erstmal runterladen. Ihr landet auf dieser Seite, dann müsst ihr dieses Symbol wiedererkennen. Und dann geht ihr links auf Downloads. Und dann müsst ihr eine richtige Programmversion auswählen, je nachdem welches Betriebssystem ihr habt. Ich denke mal, ihr habt alle Windows. So, und da klickt ihr einfach auf KeyPass 215 oder ihr ladet euch die transportable Version als ZIP-Archiv herunter. Ich würde mal sagen, wenn ihr diese Version dieses Programms auf einem USB-Stick speichert, dann habt ihr einen guten Schlüsselbund auch für eure digitalen Passwörter. So, da muss ich dann mal gucken. Ich lade das jetzt runter. Müsste jetzt gleich auftauchen. So, dann speichert ihr das auf eurer Festplatte irgendwo. Ich denke mal, wir legen das erstmal auf den Desktop ab. Es ist ja auch gleich soweit. Dann ist das erstmal gespeichert. Dann öffnet er die Datei. Das Ganze müsst ihr jetzt auspacken. Könnte auch so gehen, und zwar mit der rechten Maustaste auf dieses Archiv und dann entpacken nach KeyPass 215. Und dann habt ihr diesen Ordner, den könnt ihr auf eine beliebige Speicherkarte ablegen oder auf euren USB-Stick. Jetzt geht's zur eigentlichen Einrichtung. Jetzt müssen wir nur noch eine Sache runterladen, und zwar die deutsche Sprachdatei. Die findet ihr unter Translations auf derselben Seite von KeePass. Und dann sucht ihr euch die passende Sprache aus und klickt dann hier drauf, weil ihr die Version 2.1.5 habt. Dann habt ihr auch ein kleines ZIP-Archiv mit der Datei. Zack, Datei runterladen. Müsste eigentlich von alleine dieses Fenster bei euch aufgehen, je nachdem welchen Browser ihr verwendet. So, dann speichern wir das ebenfalls auf den Desktop. Und dann gehen wir zum Desktop. Und sehen hier diese Datei, die packen wir ebenfalls aus und gucken, was das für ein Inhalt ist. Genau. Und diese eine Datei, die fügen wir einfach, denke ich mal, hier in diesen Ordner von KeyPass hinein. So, wenn wir dann KeyPass mit einem Doppelklick starten, geht das Programm auf und fragt bestimmt nach einer Sprache. Nee, dann müsst ihr auf Tools gehen zuerst und dann auf View und dann Change Language. Und dann könnt ihr hier die deutsche Sprache auswählen. Dann startet das Programm neu. Und dann ist das der eigentliche Anfang. Jetzt komme ich zur Bedienung dieses Programms. Und zwar, dieses Programm ist jetzt neu. Jetzt müsst ihr ein Passwort-Safe einrichten, und zwar extra nur für euch. Da geht es dann wie folgt los. Ihr klickt auf Datei und macht einen Klick auf Neu. Dann geht er am besten in den Ordner, wo dieser Ordner KeyPass ist, und zwar liegt er auf dem Desktop und heißt KeyPass 2.15. Dann lege ich hier eine neue Datenbank ein. Ich kann zum Beispiel die mit meinem Namen benennen oder ich nenne die jetzt mal einfach Test-Daten.
Bank. So, dann klicke ich auf Speichern. Dann fragt mich dieses Programm nach einem Master Key, also nach einem Master Passwort. Das ist das Passwort, welches ich mir eigentlich merken müsste. Und dieses Passwort gibt den Zugriff auf alle anderen Passwörter frei, die in diesem Programm später verwaltet werden. Ich würde hier zum Beispiel ein Passwort nennen. Ich mache mal Folgendes. Hier kann ich draufklicken, um die Zeichen anzuzeigen. Ich mache ein ganz einfaches Passwort, welches aber den Sicherheitsstandards mehr oder weniger entsprechen würde. Ich würde immer in einem Passwort einen Großbuchstaben verwenden, eine Zahl und ein Sonderzeichen. Und hier unten seht ihr, wie sicher das Passwort ist. Also, ich denke mal, um die 7 oder 8 Buchstaben müsste es zumindest haben, denn diesen Ordner tragt er eh immer mit euch hier rum, auf dem USB-Stick oder irgendwo sonst auf der Festplatte. Und da sollte kein anderer darauf Zugriff haben. So, dann wiederhole ich hier unten das Passwort und klick auf OK. Dann ist das Programm schon eingerichtet. Ja, dann machen wir zuerst erstmal so. Dann nenne ich die Datenbank vielleicht zur eigenen Information, aber ich denke mal, das ist nicht erforderlich. Dann klicke ich nur noch auf Sicherheit und gucke, ob da alles verschlüsselt wird. Ich klicke hier nochmal bei Schutz auf Titel und Benutzername, dass alles verschlüsselt werden noch einmal. Und sonst ist nichts weiter da an Einstellungen. Das ist die einfache Konfiguration. Und dann habt ihr die Datenbank schon erstellt. So, dann klicke ich hier noch auf Speichern. Und dann zeige ich euch nochmal, warum wir dieses Passwort gerade eben eingegeben haben. Ich schließe das Programm und dann gehe ich nochmal in den Ordner KeePass rein, klicke die KeePass-Exe doppelt an. Dann kommt das Programm hoch und das fragt mich nach dem Masterschlüssel. Da gebe ich dieses Masterpasswort ein, das war Berlin 2000 und plus hinten dran. Klicke auf OK und dann öffnet das Programm auch meine Datenbank, in die ich jetzt meine Passwörter auch übernehmen werde. Hier könnt ihr beliebig neue Kategorien anlegen. Zum Beispiel, ich nehme jetzt als Beispiel ein Passwort, welches ich irgendwo im Internet benutze. Und zwar habe ich hier schon vorgefertigt. Ich habe zum Beispiel ein Account in einem Forum. Und da, das ist zum Beispiel ein Anmeldebildschirm, da müsst ihr bei einer Anmeldung auf einem beliebigen Account eure Daten hinterlassen, die E-Mail und das Passwort. So, das Passwort wähle ich hier zum Beispiel entweder, ja, dann mache ich hier 1 Berlin rein. Hier unten ebenfalls. Und ich kann dabei auch gleich daneben dieses Passwort auch hier in KeePass einspeichern. Ich klicke hierzu auf diesen kleinen Schlüssel, Eintrag hinzufügen. Dann fragt mich das Programm nach dem Titel dieses Eintrags. Ich nehme zum Beispiel Workshop, dass ich nachher weiß, wofür dieses Schlüssel ist. Dann gebe ich als Benutzernamen die E-Mail ein, das wird die spätere Kennung sein. Und als Passwort gebe ich hier dann Berlin ein und hier ebenfalls. Also ihr seht, dass dieses Passwort sehr schlecht ist, aber zu Testzwecken reicht das aus. Dann klicke ich hier auf OK. Und klicke hier auf Speichern und dann habe ich schon den ersten Eintrag und kann davon ausgehen, dass mir dieses Passwort auch nicht wieder aus dem Kopf geht oder nicht irgendwie verloren geht. Das Beste an diesem KeePass-Programm
an diesem Passwortmanager ist, dass man sich diese Passwörter, die man hier eingespeichert hat, auch nicht wieder irgendwie abtippen muss, um auf eine Internetseite sich zu authentifizieren. Man geht einfach auf die entsprechende Internetseite, wo man sich einloggen will, klickt dann auf das Feld, wo der Benutzername eingegeben werden soll. Hier ist es das E-Mail-Feld. Dann gehe ich zum KeePass, wähle den entsprechenden Eintrag aus, klicke mit der rechten Maustaste drauf und klicke Autotype ausführen. Dann werden die Daten automatisch in das Browserfenster übertragen und automatisch die Funktion Einloggen ausgeführt, sodass man mit diesem Passwort sich auch einloggen kann. So, das war's schon fürs Erste. Und so einfach ist die Bedienung dieses Programms. Wesentlich ist, dass man mit diesem Programm viele Passwörter speichern soll und kann. Man kann damit auch beliebige Passwörter generieren und man muss sich nur noch ein einzelnes Passwort merken, welches man eben zu diesem Zugang zu diesem Programm braucht. Wenn man aber ganz sicher gehen will, sollte man sich gleich auf neuen Internetseiten, wo man sich registriert, vielleicht folgenden Trick merken. Mit KeePass kann man auch Passwörter generieren und zwar geht das wie folgt. Ich bin zum Beispiel auf einer Internetseite und möchte mich als neuer Benutzer registrieren und zwar mache ich hier diesen ein, Name lasse ich so und das Passwort muss ich mir meins ausdenken oder ich lasse mich von diesem Programm verführen und ich lasse mir einfach Passwort generieren. So, dann trage ich hier wieder bei Titel Workshop ein. Benutzername trage ich diese E-Mail, kann ich auch mit Copy-Paste machen. Copy und Paste. Und ich kann das Passwort gleich hier nehmen. Das ist ein sehr sicheres Passwort aus vielen Zeichen, die querbeet durcheinander sind. Oder ich kann mir hier ein neues Passwort generieren, wenn das zu lange sein sollte. Zum Beispiel so ein Passwort, das ist dann wesentlich kürzer. Oder ich kann irgendwelche andere Zahlen hier einfügen. Muss ich aber gucken, dass diese Passwörter dann identisch sind. Und kann dieses Passwort gleich auch kopieren und hierher übernehmen. So habe ich mir gespart, die Tätigkeit, das Passwort auszudenken. Dieses Feld mit den Kommentaren eignet sich perfekt, um irgendwelche allgemeinen Geschäftsbedingungen zu speichern oder sonstige Kommentare. Dann klicke ich auf OK. Dann ist der zweite Eintrag gespeichert hier. Und so ist die Anmeldung abgeschlossen und ich werde das Passwort, was ich auf dieser Seite hinterlassen habe, nie vergessen. Ja, da sagt er, das Passwort ist ungültig, ist wahrscheinlich viel zu viele Sonderzeichen. Das ist kein Problem, ich gehe dann nochmal hier rein und kann das Passwort nochmal beliebig abändern. Ich nehme die Zeichen mal weg und füge hier das Passwort hinein. Und das müsste jetzt akzeptiert werden. Ja, und dann gehe ich genauso zu diesem Workshop, zu dieser Seite, wo ich mich normalerweise später anmelde. Dann klicke ich auf dieses Eingabefeld ein und suche mir den entsprechenden Eintrag raus. Ich klicke mit der rechten Maustaste und klicke auf Autotype ausführen. Und dann macht er Copy-Paste mit diesen Login- und Passwortdaten. Und da bin ich schon drin. Und muss mich also nicht mehr auf das Merken verschiedener Passwörter konzentrieren, sondern ich muss mir nur noch ein einzelnes Passwort merken. Und den Rest macht dieses Programm dann für mich.